Ja, gut, okay, ne? In dem Falle haben wir einen Händler hier. Sieh dir das an. Ich meine, es ist alt, aber. Das ist, genau, sieh dir das an, das ist alt, diese Vase. Mach sie erstmal kaputt. Erstmal bäm. So, okay. Hast einen Auftrag erfüllt? Habe ich. Kampfdamedaillons, 3 abgeschlossen und 5 Spinels dafür bekommen. Wunderbar. Na, schöne Sache. Was kann ich für dich tun? Wir können, warte mal, den alten Kompass können wir verkaufen. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Können wir denn noch irgendwas mit dem Auge machen? Das Auge ist tatsächlich ein Schlüsselelement. Okay. So, warte mal kurz. Lässt sich sicher verkaufen. Ach, wie oh, weit, guck mal, da oben verkaufen? Die ganzen Schlüssel, die kannst du alle verkaufen. Siehst du das? Ah, schau mal an. Okay, cool, nice. Ja, und tatsächlich sagt er auch so, das ist jetzt, aber mir war so, als wenn das irgendwie noch für irgendwas benutzt wurde. Okay, egal. Edelsteine einsetzen. Hinein damit. Zack. Und wir nehmen noch hier von einem 2 Farmbonus. Superb. Schade, dass wir nicht noch irgendwie ein Viereckchen haben. Das wäre gut. Ja. Okay, aber verkaufen wir. Und der Insignien-Schlüssel kam weg. Genau, und der Alkan-Wegstein-Schlüssel kam fast weg. Alles. So. Okay. Fremder. Oh, dafür Fremder. Bekommst du ein hübsches Sümmchen. Freut mich auch. So. Ja, hier können wir natürlich noch nicht deine so viel Waffen machen. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Mich juckt's in den Fingern tatsächlich bezüglich. Aber was mich wundert ist, die Red 9, die du hast. Es gibt Dinge, die kann man nicht. Die hast du jetzt also voll aufgetuned auf Angriffskraft. Warum macht die trotzdem so wenig? Also warum hat die so wenig Durchschlagskraft anscheinend? Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ich kann tatsächlich nur sagen, dass im Original, ich kann leider immer bloß diese Floskel jetzt raushauen, irgendwie, dass durch das Spezial-Upgrade das Ding noch einen ziemlichen Satz nach vorne gemacht hat. Ah, okay. Die Frage wäre jetzt also, ob wir halt jetzt in Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate investieren. Ich meine, 7000, why not? Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Ich würde es mal probieren jetzt einfach. Probier mal, ob's passt. Und dann aufs Ticket sparen quasi, mit den Spinels? Naja, also wenn wir jetzt wahrscheinlich irgendwann weiterkommen, irgendwie bekommen wir weitere Tuning-Elemente freigeschaltet. Na, also Progress. Du kannst jetzt nicht beim ersten Händler sofort alle Angriffskraft hochsetzen, sondern die kommen jetzt im Laufe des Spiels noch dazu. Dann kannst du noch einen mehr kaufen und noch einen mehr kaufen und zum Schluss ist der Punkt da. Also die ist jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt ist sie voll aufgetuned, aber sie hat noch nicht ihr Endstadium erreicht. Sagen wir mal so. Ah, okay, verstehe. So, hat hier noch jemand ein ungutes Gefühl? Ich weiß nicht. Krass. Herzlich willkommen in meinem Schloss. Ja, ist geil. Welch eine Ehre, Sie endlich kennenzulernen, Mr. Kennedy. Wer zur Hölle bist du? Ich? Oh, bitte, nennen Sie mich Ramon. Lassen Sie mich gleich zum Punkt kommen. Ich möchte, dass Sie mir das Mädchen übergeben. Jetzt. Tja, netter Versuch, Ramon. Aber ihr geht's gut. Bei mir. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. Wie nobel. Oh, cooler, ich mach das als im Original. Sie werden doch verstehen, dass wir das Mädchen brauchen. Mit ihr als Quelle werden die Vereinigten Staaten und dann die Welt von seiner Gnade erfüllt werden. So der Wille meines Gebieters, des heiligen Lord Sadler. Also, Sie werden gehorchen, ja? Niemals! Du hast sie gehört. Wie bedauerlich. Sorgt dafür, dass sich unser Gast wohlfühlt. Erfüllt seinen Wunsch nach dem Tod. Lee,
Leon? Bleib dicht bei mir. Okay. Oh, von hinten, Alter. Von hinten. Heieiei. Ah, das lief nicht so gut. So ein Mist. Heino? Genau. So, erstmal Snake Eater. So, Ashley, jetzt gut. Jederzeit. So, okay, also sie ist auf jeden Fall einfach. Sie ist eine Pest, ey. Das ist halt. Aber sie sah gerade aus, als ob sie einfach nur hingefallen ist, also so gestolpert. Ja, die KI von Ashley ist halt einfach, oder war halt immer so irgendwie, dass sie halt einfach irgendwie sich weder verteidigt hat, noch irgendwie weggerannt ist, sondern einfach, die ist einfach nur plump irgendwie. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich lass mich jetzt entführen. Leon! Help! Oh, fürchterlich. Ein Goldplättchen haben wir. Das sieht mir nach Schatz aus. Nehmen wir mit. Was? Hashtag Erwachsen? Ja, also ich hab's nur mal. Das ist einfach so. Weswegen? Nein, nicht von hinten. Oh. Okay. Verstehe. Na gut, das hätte ich kommen sehen müssen. Na, meine Sexvideos. Das hätte ich kommen sehen müssen. Okay, warte mal, hier kommen wir von oben rin. Wie kommen wir jetzt nach oben? Und da drüben kommen wir auch nur von oben rein. Wahrscheinlich, ne? Also. Ja. War klar. Verschlossen. Wenn wir auf die andere Seite kämen. So, hier vorne ist offen. Hier schauen wir nochmal rein. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, hier können wir. Können wir hier Jetons einsetzen? Nee, können wir nicht. Hier müssen wir irgendein Schlüsselelement einsetzen. Was wir noch nicht haben. Okay. Okay. Na gut. Dann gehen wir nochmal durch die prunkvolle große Tür. Wie sieht es schatzmäßig hier drin aus? Oh Gott, hier ist eine Menge schatzmäßig. So, hier kommen wir nicht ran. Da kommen wir, überall nicht ran. Irgendwas an der Decke sanken muss. Oh, das ist aber schön, das wollen wir haben. Nein, tut's nicht. Also, enter the next room. Verschlossen. Der ist zu, okay. Es gibt sicher noch einen anderen Weg. Karte aktualisiert. Denn ich würde Ashley gerne irgendwo rüber hieven oder irgend sowas. Du hast da gerade auf der Karte noch irgendwo so ein Leitersymbol. Hier? Ja. Ah, okay. Probieren wir mal hier. Hm. Außen? Ah, hier. Naja, schade. Nee, können wir bloß von oben aktivieren, tatsächlich. Achso, okay, schade. Das Mist. Wie kommen wir jetzt da hoch? Oh, super. Schönes Folterzimmer. Wunderbar. Kommen wir hier schon drin? Nee, kann man natürlich nicht. Verschlossen. Verschlossen. Dann hier nebenan aus. Ist irgendwo. Auch nix. Können wir denn irgendwas runterschießen oder irgendwas? Ja, natürlich nicht. So, aber als allererster kann ich mal eins kurz. Während ich überlege, wie wir da hochkommen, mal schnell nachladen. Müssen wir weiter nach vorne? Haben wir da eventuell eine Option? Ist
hier eine Tür? Nee, gibt's auch keine Türen, ne? Nee. Ah, die Arbeit hoch. Schreibmaschine. Einfach gefangener Raum. Ja, genau. Na okay, aber es muss ja hier irgendwo weitergehen. Also. Aber mich wundert, dass du da vorne nicht weiterkommst bei der Tür, weil das würde am meisten Sinn machen. Nee. Können die Leiter auch nicht mit einem gepflegten Schuss runterholen? Geht nicht. Und hier vorne ist zu. Aber so viele Nebentüren haben wir ja nicht, ne? Also das jetzt. Nee, tatsächlich haben wir gar keine Nebentüren. Die sind alle irgendwo. Hier noch was in der Schublade. Nee, da kommen wir schon dran. So, schon schlumpert man hier so wie Falschheit rum. So, was haben wir denn hier? Oh, hier. Komm. Alles klar. Hier geht's weiter. An dem schmutzigen Lappen. Zack, und hoch. Mach von drüben für mich auf, okay? Nicht wundern, Leon hat so einen relativ harschen Arschton drauf irgendwie. Mach für mich drüben auf. Rein hier. Okay. Da wird nicht lange gefackelt. Gut, also. Mann der klaren Anweisungen hier. Und natürlich leidenschaftlicher Interieurzerstörer. So, schön. Hier sind wir schon mal am Schatz dran. Oh, eleganter Parfumflakon. So, dann gehen wir hier mal durch. Schauen wir mal. Kleiner Estos Flakos war das, bin ich. Hier irgendwie kaputt machen. Also über dir war noch eine Lampe, die du runterschießen konntest. Oh, echt? Oh, danke, habe ich nicht gesehen. Oh, eine Handgranate. Sehr schön. Ein Rubin. Fantastisch. So, noch was hier. Sagt, hier ist noch was. Aber wahrscheinlich auf einer anderen Ebene, ne? Deswegen ist das so leicht ausgegraut. Hast du wahrscheinlich über dir dann oder unter. Muss halt. Ja. Oder unter dir. Sieht aus, als kämen wir hier weiter. Ach du Schande. Ach du Schande. Der Folterkeller. Hm. Und hier, oh, wie hier. Wie sich halt hier hört, hier mal so ein rotes Blümchen. So muss das sein. So, okay. Oh nein, oh nein, 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 Notiz des Hausmeisters. Ich bin erneut mitten in der Nacht aufgewacht. Wieder waren es diese schrecklichen Geräusche aus dem Keller. Die Nägel, die an den Wänden scharen, die von schmerzerfüllten Stöhnen begleiteten Flüche. Dieser Mann wäre mit seinem Hass in der Lage, die ganze Welt in den Abgrund zu reißen. Früher einmal diente er dem Burgherrn als Folterknecht, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Er ist eines der wenigen ansehnlichen Vermächtnisse der Familie Salazar. Selbst innerhalb seiner Familie war er besonders. Er genoss seine Tätigkeit mit ganzem Herzen. Und er hatte, ja, was es dazu brauchte, das Talent, andere zu foltern. Seine Fähigkeit weckt schnell das Interesse des Burgherrn. Und als er ihn ins Verlies brachte... Nein, ich kann nicht weiterschreiben. Das werde ich nicht. Ich will mir nicht in Erinnerung rufen, was dort unten geschah. Mein Geist kann es nicht. Es würde mich brechen. Ich wurde angewiesen, mich um ihn zu kümmern. Ich fütterte ihn und kümmerte mich um die Exkremente, die anfielen. Abend für Abend habe ich diese elende Stimme ertragen. Ich kann nicht mehr. Ich habe genug. Ich werde keine Nacht länger in dieser Burg erdulden. Morgen werde ich ihr den Rücken kehren. An einen Ort gehen, der weit genug weg ist, dass diese Stimme meine Ohren nicht erreicht. Tja, Hausmeister werden immer gesucht. In dem Sinne,
So, er sieht ein bisschen aus wie Ethan. Ach, armer Kerl. Kein schöner Tod. Nee. Sind das jetzt auch die ganzen Dorfbewohner, die quasi immer sukzessiv dahin gebracht worden sind? Würde ich schätzen, oder? Und vor allen Dingen, was macht die Seeräusche? Oh nein, Alter. Hört sich an wie ein neuer Spielkamerad. Ja. Was war das? Die halten hier unten doch keine Tiere, oder? Oh nein, Alter. Also, ich weiß ja nicht, wie heftig der wird, aber du hast nur noch Hälfte Leben. Sag mal, wie es ist. Wenn das ist, was ich denke, was das ist, dann sind wir am Arsch. Sind wir einfach am Arsch, Alter. Ach, Gott, ich verdammt. Mehr habe ich nicht. Da mache ich doch glatt mal eine Wette auf. Schafft Stevie den nächsten Bossfight? Auch interessant, haben sie damals ein bisschen anders gemacht. Was steht da? Haruken? Mit Hanuta? Oh Gottes Willen, Alter. Verliesschlüssel. Cooler Schlüssel. Sieht sehr, sehr cool aus, aber ich habe Angst, das jetzt zuzumachen, das Menü. Der Verliesschlüssel. Na toll! Scheiße! Er sieht nichts. Aber er hört verdammt gut. Jetzt hängen hier auch noch so Ketten und so ein Kack rum, ey. Oh Gott, das ist das scheiße, ey. Er ist frei. Und der Spaß kann losgehen. Sieht auch gar nicht so viel Leben ab, muss man mal sagen. No, du mir rechts. So, seine Schwachstelle ist hinten auf dem Rücken. Ah, dreht er sich zu mir. What else? Aber der kann dich nur hören, ne? Also der ja, er kann mich nur hören. Okay. Wenn er irgendwann zu nah an mir dran ist, irgendwie, dann wird er mich natürlich auch durch das Schleichen etc. wahrnehmen. Könntest du ihn auch. Ach nee, du kannst ja nichts werfen, scheiße. Ich wollte gerade sagen, kannst du ihn irgendwie ablenken und die Vase von weiter weg kaputt machen oder so? Schuss.
I am the best of the best. Nicht schlecht. Das war gar nicht mal so blöd. So, 800 Pesetas und wir haben aber ein Eckchen Rubin bekommen, so wie ich das gerade gesehen habe. Und damit können wir tatsächlich unseren Kelch der Buße fertigstellen. Und 31.200. Wupp, wupp. Ja, damit können wir auch die Wette erstmal für die Believer auszahlen. Die, an die wir geglaubt haben. Oh. Waren ja nicht alle. Wer war eins? Also eins. Möchte sofort alle mit Namen sehen. Eins waren ja die Believer. Eins waren die Believer. Herr Junge, Mutti, vielen, vielen Dank. Die anderen sehe ich tatsächlich gerade nicht. Aber auch selbst wenn ihr nicht an mich geglaubt habt, ist das auch nicht schlimm. Es war auch tatsächlich ein mächtiger Gegner. Also bei dem bin ich auch schon das öftere Mal gestorben. Zwar jetzt halt nicht im Remake, ne, aber im Original. Ja, der ist schon wirklich, der ist nicht ohne. Und wenn es nachher so kommt, kann es eventuell sein, dass ich auf wirklich sehr, sehr engen Raum zwei von denen gegenüberstehe. Und das wird dann lustig. Das wird dann richtig scheiße. So, okay, hier haben wir keinen Schatz. Aber wir können jetzt erstmal wieder aus dem Verlies raus. Das ist schon mal ganz gut. So, wir fahren nochmal noch ein Feskin. Was? Wie? Was? Herr Junge, das würde ich. Ich weiß nicht, was du meinst. Benny, demnach kein Believer. Naja, das ist schon klar. Naja, jeder muss ja immer dagegen wetten. Irgendwie können ja nicht alle an mich glauben. Ne? Dann würdet ja kein Gegensetzen in jedem. Ne? Von daher. Ich weiß, dass Benny auch an mich glaubt. Ja, das tue ich. Ja, warte, es ist eine Verzögerung drin. Tue ich. Der Blick. Oh, schön. Arschli? Och Gott, hier hängt noch der Typ davor. Du bist's nur. Ja, ich bin's nur. Tja, jetzt bin ich hier aber auch nicht rangekommen, an das Ding. War der jetzt unten? War der nicht unten? Was war da unten bin. Los? Es sieht aus, als ob einer unten und einer oben wäre. Das ist ein kleines Meet and Greet gewesen, Ashley. Oh, hier, warte mal. Nee, ist normale Lampe. Und hier ist er auch grau. Also er muss ganz oben sein, tatsächlich. Oder? Ja. Es sei denn, es ist dieser hässliche Schädel. Wer weiß. Hey, Jojo! Grüß dich! Na? Willkommen bei Resident Evil 4! Und Benny ist im Chat dabei. Also, und im Teamspeak. Also, ihr hört ihn. Genau. Du hörst ihn. Hallo, Jojo. So, Ashley. Jetzt wollen wir mal diesen geilen Schlüssel benutzen. Der Schlüssel sieht wirklich cool aus, muss ich sagen. Ja, den können wir dann wahrscheinlich auch gleich wieder verkaufen, weil wir die nur einmal benutzen können. Also. Es gibt doch mehrere Verliese. Bitte dich. Müssen wir mal glatt Dave fragen, ob der auch so einen Verliesschlüssel hat. Nee, bei ihm ist mit Auge. Ah, okay. Deswegen, ich verstehe. Deswegen willst du das Auge behalten. Genau. So, ich höre eine Aufziehpuppe. Ich sehe eine Lampe. Von 16. Das ist nicht viel. Es ist nicht viel, Mann. So, kann ich jetzt... ja. Also ich muss wirklich sagen, die Steuerung ist eine bockige Lampe. Zeig mir bitte den Ausdruck, aber es ist wirklich... Die ist nicht geil. Mich wundert sowieso, dass du weiterhin noch so mit Maus und Tastatur, du hast nicht einmal aufs Pad bis jetzt gewechselt. Ja, ich denke mir einfach so, irgendwie, jetzt ist der Drops schon gelutscht irgendwie und ich probiere jetzt so einfach weiter irgendwie. Man ruft sich ja auch so ein bisschen ein, aber schön ist es nicht irgendwie, steuert sich wirklich sehr, sehr schwammig irgendwie, was schade ist. Okay, drei Symbole. Oh, eine Flasche Vino. Dir das an. Ah, ein paar schöne Ölmalereien. Wunderbar. Schön. Was haben wir hier? Oh, hier muss wahrscheinlich was drin. Lass mich raten. Schwert? Oh, da drüben stecken sogar Schwerter.
Alternative. Ja. Und? Was war das jetzt? Ach so, musst du die... Kannst du noch einmal aktivieren. Genau, aber wir haben ja jetzt hier so ein Tiersymbol drauf. Kannst du die anderen irgendwie anschießen, dass die aktiv sind? Also an der Glocke, so mäßig? Hm. Okay. So, der Hirsch ist aktiviert. Wie kommen wir jetzt... Also mit Schießen funktioniert es anscheinend nicht. Na, warte mal. Oder sind wir mit den richtigen Symbolen? Weil das ist ja ein Fisch, keine Schlange. Da hast du recht. Aber die Schlange habe ich auch angeschossen. Dann schieß mal die Schlange ruhig nochmal an. Oh, doch. Benny ist einfach, der Benny ist der Schlaue von uns. Der Benny ist einfach der Schlaue von uns. Also, dann ist beschlossen, da oben. Benny ist der Denker, ich bin der Lenker. Blutverschmiertes Schwert, schön. Nehmen wir. Wozu soll das gut sein? Ja, du wirst gleich sehen, wozu ein blutverschmiertes Schwert gut ist. Viel kann man damit nicht anstellen. Hallo? Sag doch sowas nicht. So, was haben wir denn noch hier für schöne? Was ist hier? Moment. Nee, fassen wir mal nicht an. Ansonsten ist auch nichts weiter hier drin, ne? Nee. Lol, jetzt hab ich gerade mal gesehen. Interessant. Die Bilder mit dem Ritter. Bilde ich mir das ein oder? Maustaste. Ich habe hier eine Maustaste tatsächlich, die zum Nachladen gut ist. Yeah! Das ist natürlich sehr von Vorteil. So, das blutverschmierte Schwert. Ich würde mal sagen. Was hier fehlen noch andere Schwerter? Hier haben wir einfach den Ritter. Hier haben wir eine Krönung. Oder halt, beziehungsweise, verrostetes Schwert. Ja, aber genau, ich wollte gerade sagen, das ist, sind ja dann. Schlacht sein, ne? Genau. Das blutverschmierte wird schon da sein, wo du als erstes reingeschaut hast. In der Schlacht. So, und hier brauchen wir das Eisenschwert. Mhm. Okay. Gut. Dann hätten wir das jetzt erstmal. Hier kommen wir natürlich noch nicht weiter, weil wir noch nicht alle Schwerter haben. Okay, das heißt wir... Wo sind die anderen Schwerter? Wo sind hinten die anderen Schwerter? Siehst du hier noch irgendwelche Schwerter? Nee. Also, interagierbare Schwerter? Oder müssen wir die in der Reihenfolge... Gibt es denn noch irgendwie Geheimgänge oder sowas alles? Also ich, was macht denn die eine Glocke, wenn du die jetzt nochmal läuten würdest? Ich würde mal sagen, nichts. Okay. Also es wirkt auf jeden Fall erstmal so, dass nichts passiert ist. Und so, von da sind wir gekommen, ne? Ja, von da sind wir gekommen. Aber draußen finden wir jetzt nicht noch weitere Schwerter oder sowas. Ich hab jetzt hier erstmal keine gesehen. Irgendwie. Also nichts, wo man jetzt sagt, so, das ist jetzt super interagierbar, das fassen wir mal an. Warte mal, eigentlich, ich hab doch hier drüben. Nee, die Lampe ist hier runtergekommen, ja. Seht's mir bitte ein bisschen nach, wenn die Steuerung so ein bisschen hakelig ist, so mit der Kamera, mit dem Hin und Her wurschtelt hier, weil diese Nachjustieren ist manchmal ziemlich nervig. Naja, unten war jetzt auch nichts, also. Nee, so weit würde ich auch gar nicht hin. Ich hätte nur gedacht, jetzt hier im Hinterraum noch, aber da hat er nicht. Das macht er, nee. Und dass wir Ashley irgendwo wieder rüberheben können? Aber nix, ne? Nee. Können wir das blutige Schwert nochmal entnehmen? Oh, warte mal. Schlüsselelemente. Blutverschmierter Schwert ist stumpf und dient nur zu Ausstellungszwecken. Ja. Nee, aber ist schon, oder? Du kannst jetzt ja auch nicht woanders ein. Ach so.
Ach, guck mal. Da war ein Schwert drinne? Da war ein Schwert drinne. Und hier ist das andere Schwert. Ja, okay, alles klar. So, dann kriegt er hier das eiserne Schwert und er kriegt das goldene Schwert, würde ich sagen. Verrostetes Schwert. Es kann so einfach sein. Ich habe da niemals ein Schwert drin gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen, tatsächlich. Egal. Das sieht gut aus. War wohl richtig. War wohl richtig.